Hallo meine lieben kleinen Final Fantasy 7 Wölfe, ich bin wieder da, genau, und zwar mit dem Remake zum zweiten Teil des Final Fantasy Samstags. Und ja, eben, ich würde sagen, wir sind ja auf Aeris speziellen Weg, um nach Sektor 7 zu kommen, und wir wollen da auch mal weiter schleichen. Wir standen ja zuletzt vor irgendeiner komischen Tür, da wollen wir doch mal reingucken, was da los ist. Ich würde sagen, ihr steht auf Final Fantasy 7, dann lasst dem Video schon mal eine positive Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Unterstützt mich fleißig mit euren Kommentaren, mit einem Abo, Glocke aktivieren, und wir starten ins Video. So, klopf, klopf, wir gucken mal, wer da ist. Ist hier jemand? Sieht irgendwie leer aus. Wirkt verlassen. Ich glaube, wir sollten aber nicht zu sicher sein. Ist noch warm. Wir könnten hier übernachten, Cloud. Hä? Dafür fehlt uns die Zeit. Außerdem... Ey, guck mal, Leute! Die wollen uns ausrauben! Hey, hey! Wer sagt denn sowas? Hier so rumzuwühlen? Genau! Das werdet ihr uns kompensieren, alles klar? Was seid ihr denn für Dullis? Kompensieren? Kompensieren? Was denn das überhaupt? Hohle Nuss! Du hast aber auch echt mal von gar nichts eine Ahnung. Kompensieren ist... Also, du weißt schon. Oder nicht? Genau! Kompensieren ist... Also, du weißt schon. Also, wir haben hier nichts angefasst. Ja, wir haben nur einen Weg gesucht. Und das sollen wir euch glauben? Oh. Klar, was willst du sonst tun? Wir könnten euch zum Beispiel bis aufs Hemd ausrauben, hä? Bis aufs Hemd? Naja, das versucht mal. Die tragen doch gar keine Hemden. Voll gelb. Das ist so eine Art von, also... Alter, wie dumm sind die eigentlich? Eine Kompensation! Was? Genau, du meinst, das ist genau, genau, genau. Was reden die da? Was für Idioten. Ja, Aeris, da stehe ich voll und ganz hinter dir, da gebe ich dir recht. Komm, die brauchen mal eine kleine Abreibung. So, Claude. Wollen wir die mal ein bisschen Feuer online hin machen? Ich glaube, das tut den ganz gut. Ey! What? Der hat mir einen Elektroschock verpasst? Das gibt jetzt aber richtig heiß. Ein auf den Arsch. Zack, das hast du davon. Sowas sehe ich nämlich gar nicht gern. Zack. Was ist das schon? Bewegt euch bloß nicht. Habt ihr mich gehört? Fällt bestimmt nicht auf. Ganz sicher nicht. Ja, ich kann euch auch gar nicht hören. Aber okay, ich kann euch nicht weiter verhauen. Obwohl, wartet mal. Der streckt so schön seinen Hintern nach oben. Kann ich da mit dem Schwert? Ja. Ja. Ich konnte einmal richtig schön draufhauen. Mit dem auch noch mal? Komm. Ja. So. Ich hoffe, für die Zukunft wisst ihr Bescheid. So ein Schwachsinn lasst ihr. Ihr seid reine Luftnummern. Da hätte ich eigentlich gar keine Magie benutzen brauchen. Also ganz ehrlich. Jetzt oder nie, wir türmen! Jetzt. Hey, haut doch nicht ohne mich ab! Uff. Ihr braucht doch nicht türmen, ey. Wir interessieren uns eh nicht für euch. Wir hauen schon von ganz alleine ab. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Oh. Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Ach so. Tja. Oho, wer seid ihr denn? Was? Gutes Timing. Das sind ja noch so eine Bullies. Oh, die haben aber so einen komischen großen Roboter dabei. Den müssen wir mal kurz ein bisschen... platt machen, der könnte ein bisschen Schaden machen. Alter, sag mal. Willst du mich gerade von der Seite attackieren, während ich mit dem Großen da beschäftigt bin? Das finde ich aber nicht sehr freundlich von dir. Sowas ist sehr, sehr feige. So, jetzt kümmere ich mich aber um den Großen hier. Zack. So, gibt es denn noch irgendwas? Fähigkeiten. Impulshieb auf den Arm direkt in die Mitte. So, jetzt ist er unter Schock. Jetzt kann ich mal ein bisschen härter zuhauen. Hey. So, wartet mal, ich wollte ihn noch mal ein bisschen einfeuern, oder? Nee. Okay, ich habe mich vertippt. Jetzt habe ich mich geheilt, ist aber auch nicht verkehrt. So, den kriegen wir aber trotzdem platt.
Ja, so. Och nö, nicht schon wieder so ein Ding mit dem Robo-Arm. Na gut, Eris. Ich glaube, wir müssen uns hier wieder irgendwie den Weg zurechtbauen. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Ich muss jetzt aber gerade mal gucken. Wie mache ich das denn? Okay. Arm heben, den Arm wechseln. Achso, das mache ich mit Y. Denn das werde ich, glaube ich, müssen. Weil ich werde diese eine Kiste darüber stellen müssen. Cloud! Achso, nee, ich werde erstmal. Ah, da ist noch eine Kiste. Die habe ich eben gar nicht gesehen. So, die werden wir jetzt einmal hier rüber rotieren. Oh, das wird nichts. Das wird ein bisschen eng. Vorsichtig, vorsichtig. Denn das Ding ist, wir wollen natürlich Eris da einmal hochbringen. Ups. Wieso kann ich das nicht absetzen? Ah, jetzt. Damit sie sich noch die Materie da holen kann. So, wir gehen wieder zurück. Büt, 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 büt. Komm. So. Runter, runter, runter. Eris aufsammeln. Madame, Sie dürfen aufsteigen. Ihr Transportmittel steht bereit. Ich würde dich natürlich auch auf Händen rübertragen, aber das wird ja irgendwie nicht genehmigt hier. Also machen wir das auf die Art und Weise. So, jetzt können wir Eris absetzen. Ich glaube, dann kann sie nämlich auch die Materie einsammeln. So, jetzt frage ich mich aber, wie müssen wir das denn jetzt genau machen? Ja, gut, du hast die Materie eingesammelt, dann können wir dich jetzt wieder aufnehmen, ne? Aber ich glaube, gleich müssen wir den anderen Arm einmal nehmen. Die Frage ist nur, müssen wir jetzt die eine Kiste da wieder... Können wir weiter drehen? Doch, ja, wir kommen hier rum. Wir können auch hier rumdrehen. Aber das bringt uns jetzt derzeit gerade nichts. Zack. Okay, wir müssen Eris tatsächlich noch ein bisschen weiter rüberbringen. Hier können wir sie erst absetzen. So. Jetzt müssen wir... Ich glaube, mit dem... Das Ding da nehmen? So, den jetzt ein bisschen hier rüberbringen. Den müssen wir denn da positionieren? Oh, passt noch nicht ganz. Geht's jetzt? Immer noch nicht? Hä? Hallo? Wieso kann ich den nicht ablassen? Hä? Ach, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ups, jetzt muss ich gleich ein bisschen höher. Verdammt. So, einmal hochfahren. Boah, shit. Ich dachte, ich kann vielleicht irgendwie wechseln, während er das Ding noch in der Hand hat, ne? Aber ich habe keine Möglichkeit, jetzt irgendwie Y zu drücken. Na gut. Absetzen kann ich ihn hier auch nicht. Aber ich darf ihn nicht fallen lassen. Ah. Amt! Okay, ich dachte, wenn ich noch ein bisschen weiter zur Seite gehe, geht das? Okay, dann stellen wir den mal wieder zurück. So, dann müssen wir den Arm nochmal wechseln. Dann nehmen wir nochmal den anderen da. Zack. Greifen. Höher, höher, höher. Komme ich jetzt da rum? Nee, ich muss noch ein bisschen höher. So, können wir mit dem da runter gehen? Ups, falsche Richtung. Runter, nicht hoch.
Zack. So, den können wir jetzt da ablassen. Jetzt müssen wir den hier einmal wegbewegen. So. Eris aufnehmen. Warte mal, nee, das wird nichts. Ich glaube, ich habe falsch gedacht, oder? Hä? Warte mal, wie mache ich das jetzt? Bin ich jetzt heute irgendwie total Pemplem in der Birne? So, dann nehmen wir jetzt mal den. Ja, doch, jetzt glaube ich, habe ich's. Ich wollte Eris eben auf diesen komischen Vorsprung absetzen, aber dann ist mir eingefallen, wozu überhaupt? Diesen Weg kann ich mir doch nämlich sparen. Hier setze ich nämlich den zweiten da drauf. Zack. So, mach den einmal ein bisschen hoch. Nimm den mal beiseite. So, jetzt können wir hier runter. Ja, ich mach ja schon. Sorry, dass ich heute ein bisschen Banane in der Bühne bin. Ich bin halt manchmal ein bisschen Banane. So. Den setzen wir die gute Eris hier ab. So, dann müssen wir... Nee, nicht aufnehmen. Dann lassen wir die Hand einmal wegfahren. Gehen hier jetzt mit der dahin. Gehen runter. Dann können wir hier jetzt sie... Ja, jetzt können wir sie aufnehmen. Okay. So. Und dann können wir die gute Eris hier rüberfahren. Aber ich glaube, ich muss gleich die Kisten nochmal aus dem Weg nehmen, ne? Dann muss ich die Hände nochmal einsetzen, oder? Weil jetzt komme ich da ja nicht mehr durch, oder gibt es da einen Weg um die Kisten rum? Danke! Ich lass dir jetzt die Leiter runter! Okay, doch. Geht das? Okay. Ich geh mal runter. Ah doch, da sind wir, da führen Wege dran vorbei. Also da komme ich rum. Sollte ich zumindest. Hoffe ich doch. Yep, da komme ich rum. Gut. Dann kann ich da auch die Leiter hoch. Ich dachte, ich musste jetzt die Kisten noch wieder aus dem Weg nehmen. Aber nein, alles tut die. Hat doch geklappt. Ja, nicht schlecht. Wolltest du etwa... Weiter geht's. Okay, Claude, jetzt hast du es endlich gecheckt und jetzt hat sie es aufgegeben. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Doch nicht so. Och, Claude, bist du gleich beleidigt. Armes Tuf-Tuf. So, Hey, ihr zwei Turteltäubchen. Wer seid ihr denn schon wieder? Alter, Leute. Ja, ich zahle meinen Wegzoll in Form von Hauer auf den Hintern. Nur damit ihr das wisst. Davon habe ich jede Menge. Und... Ja. Gut, wunderbar, haben wir es doch geschafft, ja. Das waren also die letzten Dullis, die uns hier auf die Nüsse gehen wollten. Och, toll, ich darf nochmal wieder zurückgehen, zack. Ja, jetzt kann ich auch unten durch. Ja, sorry, Eris, du hast mir den Weg blockiert. Hier, bitte. Ja, los, Claude, wir machen's. Ey, bist du langsam. Geht doch! So, damit sind wir jetzt hier. Ja, durch. Und an dem Spielplatz. Genau. Und da machen wir aber erst beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, euch hat es heute wieder gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne noch eine positive Bewertung da. Das würde mich super freuen. Außerdem... Ja, meldet euch immer gerne in den Kommentaren, das freut mich. Unterstützt mich fleißig, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, ne? Und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ich gehe jetzt auch ganz entspannt in meine Ruhe.
Und wir sehen uns denn am Montag wieder mit Jedi Survivor und ja. Au! Bye bye!